Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, hier seht ihr auch jetzt schon viele Sachen, wo ich hier bereitgelegt habe. Also, ja. Und ja, ich mache heute ein Video, wo ich all meine selbstgemachten Sachen zeige und fange direkt mal damit an. So, hier ist jetzt so ein Putzkasten, der ich aus Fimo gemacht habe. Und ich zeige euch mal die einzelnen Sachen da drin. So, also hier ist so ein Pinsel für die Hufen. So, die so halt die Hufe anzupinseln. Ja, ja. Und die Sachen habe ich aus Fimo gemacht. Das sollte ein Hufauskratzer darstellen. Ja. Finde es eigentlich gar nicht so schlecht geworden. Ja. Da sind so zwei Striegel. Also ein Striegel und eine Kartätsche. Und hier ist noch so ein Manspray. Hier habe ich einfach noch so Tücher. Und das ist für, wenn man Verletzungen hat für das Pferd. Also das habe ich einfach so da drin. Weiß auch nicht gedacht, wieso. Und dann habe ich hier noch so einen Schwamm. Der habe ich einfach von einem großen Schwamm ein bisschen abgeschnitten. Und das ist da drin. Und der Putzkasten hat hier so Fächer und so kleine Taschen. Und da hat es so einen Henkel, das kann man dann auch so hochnehmen. Ja, das war's dann mit dem. So, und hier, also ich habe noch viel mehr Schabracken. Soll ich dir, ja, ich hole kurz meinen Schabracken, wo ich alles selber gemacht habe, und dann, ja, zeige ich euch die mal. So, also das ist jetzt mal die erste. Ich habe eigentlich alles so aus Filz gemacht. Ja, also die habe ich einfach da noch so einen anderen Filz und dann dieses Zeichen da. Und dann habe ich noch diese hier. Also wenn ihr die ganze Zeit an miauen hört, das ist meine Katze. Ja, dann habe ich noch diese hier. Die habe ich da so mit Heißleim gemacht. So. Bei den Ecken dran. Und die, bei der habe ich eigentlich genau dasselbe gemacht. Ich habe hier auch so Heißkleber drauf gemacht. Und die da, das ist einfach so eine ganz normale. Ja. Und dann habe ich hier noch so Bandalen. Ja. Die, also ich habe so ein Haargummi genommen und die dann so abgeschnitten. Und von denen habe ich 4 Stück. Ja. Und dann habe ich hier hinten noch so Halfter und gebisslose Tänze und mit Gebiss auch. So, die habe ich selber auch selber gemacht. Ja, sie ist wirklich nicht schön geworden. Und sie hat auch noch keinen Zügel dran. Das ist eine Trense. Zügel müsste ich noch machen, aber ja, die ist halt wirklich nicht schön. Da hatte ich auch nicht das richtige Material dafür. Ja. Dann habe ich hier so eine gebisslose Trense. Die habe ich einfach so mit so Wolle gemacht. Ja. Dann habe ich hier noch eine Trense. So. Die ist auch noch nicht fertig. Also, ich muss die Zügel noch machen und das, die noch so da fertig zusammen machen und so. Ja. Und die habe ich noch beim Stirnriemen. So kann man ihn sehen. Ja. Dann habe ich noch die, also die ist nicht selber gemacht, aber da habe ich einfach noch so ein Stirnriemen dran gemacht. Und das fällt da schon ein bisschen ab. Aber das kann man da auch wieder dran kleben.
Also, das ist eigentlich so wie ein Band. Kann man sehen? Ist auch egal. Dann habe ich hier noch so ein Halfter. Ja. Das musste ich ein bisschen flicken mit einem Blumenband. Aber ja, ich habe es jetzt eigentlich auch noch nicht für Videos benutzt, aber ja. Und dann ist hier noch so ein Halfter. Ist auch wieder aus Wolle. Ja. So, das war's dann mit dem Teil. Und hier auf der Koppel stehen auch noch ein paar Pferde. Ja. Diese Decke. Warte, ich kann die kurz abnehmen. So, die habe ich auch selber gemacht. Die ist auch wieder so aus Filz. Hier hat es eine Blume. Meine Kamera scharf stellen will. Ja, ist auch egal. So. Ja, und hier habe ich dann noch so ein Band dran gemacht. Ja. So, diese Decken habe nicht ich gemacht, sondern die habe ich zu Geburtstag bekommen. Ja. Die sehen so aus. Die kann man hier nicht aufmachen, aber das ist eigentlich nicht schlimm, finde ich. Ich finde, die sehen mega schön aus. Ja, das war's dann auch mit diesem Teil hier. Also, man kann nicht sagen, dass ich das selber gemacht habe. Ich habe einfach so, kann man es sehen. Es ist nicht scharf, doch jetzt. Habe ich hier so Tee genommen. Ja. Und das dann da reingetan. Und ich finde, es sieht aus wie so Kraftfutter oder sowas. So ein spezielles Futter, meine ich. Ja. Ich finde es noch gut. Ja, ich habe es eigentlich nicht selber gemacht, aber ja. Das zeige ich jetzt trotzdem in diesem Video. So Leute, es ist leider schon vorbei mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und lasst ein Like und ein Abo da. Tschüss.